Ich will ja, dass der am Ende glücklich ist. Ich will, dass der weitererzählt, dass die ein cooles Zeug gemacht haben. Oder ich meine, voll viele sind halt auch einfach stolz darauf, dass sie jetzt so einen Film haben. Zeigen den auch gerne rum. Und ich glaube, das ist ja die beste Bestätigung. Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, wirklich mega, dass er da ist. Max Weber, wir haben vorhin schon mal ein bisschen gequatscht und es war mega interessant. Dazu komme ich gleich. Ich möchte ihn erstmal kurz vorstellen. Er kommt aus Freiburg, das ist im Breisgau. Er hat seit 4 Jahren ist er selbstständig als Cinegrapher. Er macht Werbefilme und Unternehmensfilme. Er macht Imagefilme, Industrie- und Produktvideos bei Autohäusern und halt Industrie. Mit 14 Jahren hat er angefangen, da hat er sich eine DSLR in die Hand genommen und hat gesagt, das ist ja langweilig, ich möchte jetzt gerne auf Bewegtbild machen. Hat er mit seinen Kollegen im Skatepark, haben sie sich gefilmt, dann haben sie sich gedacht, komm, wir machen das Ganze größer und schauen mal, was wir können. Haben sich beim 99er Film Award vorgestellt, das war 2014 und 15 und haben da auch schon den 13. und den 9. Platz gemacht. FSJ hat er gemacht, also freiwilliges soziales Jahr, und hat dann gesagt, okay, ich arbeite weiterhin als Kameraassistent und hat jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr einen Mitarbeiter, der auch als Kameraassistent bei ihm arbeitet und auch mit für die Postproduktion zuständig ist. Drauf gekommen auf Max bin ich in der Filmemachergruppe, und zwar Max ist eigentlich ein ganz talentiertes Kerlchen, nicht nur hinter der Kamera, sondern wenn ihm irgendwas nicht passt und er irgendwas braucht, dann sagt er, ach, dann baue ich mir das halt selber, und hat sich jetzt so ein super cooles Pult gebaut, und wofür er das braucht und was er damit macht, das erzählt er gleich selber. Herzlich willkommen, Max. Servus, grüß euch, hi. Also, vielen Dank dir auf jeden Fall für die Einladung oder für das Gespräch heute. Ja, mega cool. Du bist auf jeden Fall schon top sympathisch. Wir haben, wie gesagt, vorher schon gesprochen und schon einiges ausgetauscht. Und das Coole ist, Max wohnt sogar in der Nähe von der Schweiz. Also wir wohnen, glaube ich, 1 oder 2 Stunden voneinander entfernt. Und wenn das Ganze klappt und dieser Corona-Quatsch mal vorbei ist, dann würde ich gerne Max auch mal besuchen und da mal eine coole Runde mit ihm drehen. Und was ich damit genau meine, das erzähle ich später nochmal. Ich möchte erstmal jetzt Max persönlich vorstellen, dann geht's wieder um die Ausrüstung, dann komme ich auf das Thema, was ich meine, und hinterher zum Thema Marketing. Also wenn man sich selbstständig macht, sollte man sich mit Marketing auch ein bisschen befassen. Und Max, wenn dich jemand auf der Straße trifft, der dich nicht kennt und sagt, was machst du eigentlich vom Beruf, was würdest du dem sagen? Ich bin da immer, ehrlich gesagt, ein bisschen zurückhaltend. Ich sage eigentlich immer, ich mache Werbefilme oder so. Ja, cool. Und was gefällt dir dann so an der Videografie am meisten? Was haut dich da so um, wo du sagst, da brennt eigentlich so mein Herz? Ich glaube, das war halt einfach, also so am Anfang war das so dieses, man erschafft irgendwas. Also es ist halt was ich in der Zukunft immer noch habe. Ich habe auch noch die ganzen alten Videos, die wir früher gedreht haben, und irgendwie sowas zu erschaffen, wo du halt immer wieder anschauen kannst so und auch Leute damit begeistern kannst. Ne? Also man zeigt dann irgendwie die Filme und die Leute sagen, ach krass, okay, das habe ich irgendwie, ich verstehe die Idee dahinter, die du dir damals gedacht hattest, ob die jetzt gut oder schlecht war, lass mal dahingestellt. Ne? Aber da hat man halt irgendwie was drin gesehen, und ich glaube so, mich hat das Technische halt auch mega gereizt. Es kam ja auch so über diese Veranstaltungstechnik-Seite, wo ich da früher gejobbt hatte. Das fand ich interessant. Veranstaltungstechnik an sich, das ist halt immer übel viel Equipment. Also es ist wirklich halt super viel Stuff, der da irgendwie in LKWs gepackt werden muss. Und ich glaube, da ist so die Videogeschichte gnädiger. Natürlich mit der Zeit kommt da mehr Equipment und dann reicht auch ein Auto nicht mehr aus, dass man irgendwie einen Anhänger braucht oder so. Aber ja, ich glaube, das war dann so der ganz gute Übergang dahin. Was ich sehr cool bei dir finde, Max, ist, du hast ja nicht irgendwie so ein Studium gemacht oder irgendwas jetzt wirklich gelernt, sondern du hast einfach gesagt, du hast dir das selber beigebracht. Und das finde ich sehr, sehr geil. Und ich finde, das sollten auch immer viel, viel mehr Leute machen. Einfach am Set lernen, was mache ich für Fehler, was mache ich richtig hinten in der Post, feststellen, wie es dann wirklich funktioniert und was man anders machen kann. Und wann hast du bei dir gemerkt, oh, jetzt wird es professionell, jetzt möchte ich mich selbstständig machen? Wie ging das da so los? Also wie gesagt, ich war ja erst so als Kameraassistent unterwegs im Prinzip, und dann habe ich da halt so gemerkt, dass ich da immer mehr Verantwortung natürlich auch bekomme und wollte das dann halt auch so auf meinen Jobs übertragen, habe da viel gelernt auch irgendwie. Ja, ich hatte mein FSJ gemacht, und dann ist natürlich immer so die Frage, was macht man danach? Und da war für mich halt so klar, oder hat sich halt immer mehr rausgestellt, dass ich das eigentlich probieren will, so das halt selbstständig zu machen. Klar, natürlich, die Eltern sind halt immer hinten dran und sagen, eigentlich mach eine Ausbildung, du brauchst irgendwas Festes und so. Was ich irgendwo auch verstehen kann, voll und ganz. Aber ich glaube, in der Zeit, wo ich da damals war,
habe ich so eine Dynamik einfach irgendwie entwickelt und wollte das halt einfach alles selber machen und mir halt alles selber beibringen und alles irgendwie, ja, habe da irgendwie so einen Ehrgeiz entwickelt, dass ich halt gesagt habe, ja, ich will, dass es groß wird und ich will da irgendwie vorankommen und so, dass ich dann gesagt habe, ich würde das gerne halt ohne probieren. Und meine Eltern haben mich dann auch irgendwo gelassen, natürlich irgendwie mit Widerspruch immer wieder, aber ich glaube heute so, ist es an einem Punkt, wo das echt alles voll gut läuft und halt, ja, auch jetzt der Zeitpunkt natürlich nicht mehr da ist, halt zu sagen, ich gehe jetzt nochmal in eine Ausbildung zum Mediengestalter oder sowas. Das würde mich jetzt halt eher nach hinten werfen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das auch so rumgesprochen hatte, es kamen Werbeagenturen auf einen zu, die dann halt das mit dem Kameraauto mitbekommen haben oder mit irgendwelchen anderen Werbefilmen. Und die dann halt auch meinten, ja, cool, ey, willst du nicht mit uns irgendwie nach Los Angeles fliegen oder nach Dubai oder nach Ecuador? Und ich war dann halt relativ viel in der Welt unterwegs, so die letzten Jahre. Also Amerika, Südamerika, überall. Und ich will die Zeit halt auch nicht missen. Also ich finde gerade so das immer, ich komme hier ja irgendwo vom Land. Also Staufen ist echt nicht groß. Das sind irgendwie 8000 Einwohner. Freiburg hat schon viel mehr Einwohner, aber ist halt auch irgendwie 20 Kilometer entfernt. Ich bin voll gern hier, aber ich bin halt auch voll gern unterwegs. Und das war halt dann auch sowas, wo ich sagen würde, jetzt noch eine Ausbildung oder ein Studium anfangen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich möchte es eigentlich so beibehalten, wie es jetzt gerade ist. Ja, sehr cool. Also ich wirklich Hut ab, Max, dass du das so gerockt hast. Und auch, ich finde, da gehört ja auch jede Menge Mut zu sagen, hör mal zu, ich mache mich jetzt von selbstständig und das scheint ja wirklich gut zu funktionieren. Und auch diesen Schritt, kommen wir später bei Ausrüstung zu, das Auto umzubauen, um einfach da auch zu sagen, ich baue mir da jetzt selber was, weil es bis dato das noch nicht gab und so, das ist schon sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, was deine Videos oder deine Filmproduktionen so besonders machen, was würden die mir sagen? Ich glaube, das ist einfach Ehrlichkeit. Also ich bin halt überhaupt kein Typ, der, ich glaube, das bekommst du jetzt halt auch irgendwie so vielleicht ein bisschen mit oder kannst du vielleicht so ein bisschen spüren, so, ich bin jemand, der sich überhaupt halt nicht verstellt, so. Also wir haben Kunden von bis so und ich bin aber halt immer gleich. Also ich bin immer ehrlich, ich sage immer meine Meinung. Ich ziehe mir keinen Anzug an, wenn ich irgendwie zu einem Gespräch gehe. Ich bin jung, also ich bin halt einfach, ich bin 23, wenn man das so dazu sagen kann. Ich bin noch nicht mal, also ja, würde mich jetzt noch nicht so alt sehen. Und ich, ja, lass mich da aber auch nicht so ein Raster reinquetschen, dass du jetzt irgendwie selbstständig bist und du musst so mega im Anzug bei irgendwelchen hohen Leuten stehen. Ich glaube, das ist das auch, was die Kunden so schätzen. Also die wissen halt einfach, man ist ehrlich, man macht eine gute Arbeit, man steht da hinten dran. So Fleiß halt irgendwie, ne? Also man schaut halt, dass jedes Ding halt perfekt wird oder dass man halt auch den Kunden glücklich macht und nicht da in so eine Routine reinfällt. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es immer schwierig, einem selber Honig um den Mund zu schmieren. Aber aber muss man ja trotzdem, man muss ja sich ja trotzdem ein bisschen loben und gut darstellen. Aber cool. Deine Alleinstellungsmerkmal, was wäre das so? Also wo du sagen würdest, das mache nur ich, ist jetzt ja nicht nur das Auto, sondern es ist ja auch noch was anderes, oder? Ja, Flexibilität so. Flexibilität und halt irgendwie Kreativität auch in nicht nur in der Bildsprache vielleicht, sondern halt auch zu sagen, man denkt anders oder man denkt halt irgendwie um so. Dass halt, wenn es ein Problem gibt, dann suchen wir halt eine Lösung dazu, ne? Und halt nicht sagen, nee, das haben wir noch nie so gemacht, das würden wir nie so tun. Nächste große Thema, Ausrüstung, Workflow. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal angeschnitten, dass du jetzt ein Auto hast das selber umgebaut. Ich blende das auch gerne nochmal ein. Nimm da die Fotos raus von deiner Webseite. Und das ist natürlich jetzt moderner. Das ist noch eine alte Kamera drauf. Und du hast da jetzt eine Red drauf und einen Ronin 2, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt. Wie kommt man denn auf die Idee, sagt, ich baue mir jetzt einfach mal mein Auto um. Ich finde das mega geil. Aber wie kommt man denn überhaupt auf die Idee und sagt, und das auch noch umzusetzen, ist ja schon geil. Also ich war früher als Kameraassistent, war ich immer auch an Sets, wo so ein Rushnarm rumgefahren ist. Kennt vielleicht einige, so ein Rushnarm Mini oder Dynamic, wie der heute heißt. So, das ist halt ein Porsche Macan mit so einem Kamerakran oben drauf. Und das war für mich immer pure Magie. Ich war irgendwie 17 oder so und das war für mich immer faszinierend. Ich wollte wissen, wie es funktioniert und ich wollte dahinter kommen. Und keine Ahnung. Ich habe halt dann gedacht, ja, für Kunden von mir quasi, wir hatten für so Automobil viel gemacht, dann wäre es ja eigentlich ganz schick, wenn man halt auch coole Fahraufnahmen hätte. Und wie gesagt, das ist halt so ein Problem und so eine Lösung. Ich habe mich halt nie in den Kofferraum reingelegt und habe da irgendwie dann den Gimbal aus dem Auto gehalten, weil mir das halt auch zu sketchy ist. Also es ist halt einfach
auch gefährlich irgendwie. So. Und dann, ich habe einen guten Kontakt, halt einfach ein Kollege von mir, der hat CNC, arbeitet in einer CNC-Firma quasi, die solche, wie nennt man das, Zerspanungstechnik ist, glaube ich, der Überbegriff dafür. Okay, ja, keine Ahnung. Genau, ja, nee, ich auch nicht, aber genau, und dann habe ich den halt einfach mal gefragt, ob sowas grundsätzlich möglich wäre, dass man halt sowas baut. Und dann war halt so der Schritt, dass ich diesen Touareg gekauft habe, weil ich die Größe vom Auto halt gebraucht habe. Und dass er jetzt heute auch einen Anhänger zieht, einen größeren und sowas. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, wie können wir das machen? Und dann haben wir mit dem Chef von da gesprochen und irgendwie halt mit dem Kollegen. Dann habe ich das mal so aufgezeichnet, wie ich mir das vorstelle, mit diesen Liften. Also das System gibt es eben für vorne und hinten. Das ist so ein variabler Lift, den du in der Höhe verstellen kannst, dran montierst. Und genau, das halt gezeichnet, irgendwie so gesagt, so und so muss das aussehen. Und genau, dann die Teile halt zusammengestellt, diese Führungsschienen und alles, was da drumherum dran gehört. Und dann haben wir da halt immer samstags oder irgendwie abends verbracht und haben das Ding halt gefräst. Und klar, da gingen auch ein, zwei Sachen schief irgendwie, wo man halt nicht durchdacht hatte. Aber das sind halt auch wieder Sachen, wo man draus lernt und da irgendwie versucht zu adaptieren oder Probleme zu lösen. So. Und genau, das habe ich vor 3 oder 4 Jahren eben, haben wir das Auto gebaut so. Das ist halt auch abzumontieren, also man kann mit dem Auto auch ganz normal fahren und innerhalb von einer halben Stunde hat man das Ganze dran gebaut für vorne und hinten. Es gibt eine Control-Einheit, die hat mir ein Elektriker-Freund, mit dem habe ich das zusammen gemacht, die komplette Anlage quasi so umgebaut, dass auch das Ganze ausfallsicher ist. Also du hast ein Pult, wo du hoch und runter fahren kannst mit einem Joystick. Du hast eine Positionsanzeige, wo der Lift gerade steht. Du kannst das Ganze notausschalten. Der Motor hat eine Bremse, sodass wenn der Strom weg ist, dass halt der Lift nicht einfach runterkracht. Dieser Vibrationsstabilisator, den man in dem Bild sieht, der ist auch komplett selber konstruiert. Da hat mir auch ein Kollege mit seinen Schweißkünsten geholfen. Okay. Und genau, dann haben wir halt so diese ganzen Sachen haben wir selber gebaut. Ja? Also genau, mit Hilfe halt von Leuten so. Leute, die den Plan davon haben. Das ist auch, glaube ich, super wichtig, dass man da so Kontakte irgendwo pflegt, aber halt auch, ja, schaut, dass das irgendwie alles cool ist und so. Das ist echt cool, also wirklich. Also ich bin echt begeistert, dass du da sagst, komm, ich baue mir das Teil einfach selber. Und das Coolste finde ich ja, erstmal auf die Idee zu kommen, das zu bauen und dann sozusagen, okay, du musst ja zum TÜV, und weil du das Ding ist ja auf der Straße zugelassen und musst es ja eintragen lassen. Also, ja. Darf ich fragen, wie das so geklappt hat? Oder hat er einfach gesagt, ja, ist kein Problem, oder? Also es gibt ja, also wir haben null getrickst. Also es ist wirklich ganz, kann ich ganz ehrlich in die Kamera sagen, es ist alles super abgenommen. Da gibt es so einen Ordner für, da steht es alles drin mit Bildern und sowas. Die haben halt grundsätzlich geschaut, wie weit steht der Lift vom Auto weg. Ne? Mhm. Also da gibt es halt bestimmte Abmaßungen, die man einhalten muss. Also so ein Meter hinten raus geht, das kennt jeder, wenn er mal vielleicht irgendwie... Ja, mit der roten Fahne, da meinst du das? Ja, ja, genau, dann musst du halt eine rote Fahne dran machen so und... das musste ich halt nicht, weil bei mir halt dieser Meter nicht überschritten wurde. Und im Prinzip geht es denen halt darum, dass er die ganze Dachtraglast, also das System ist ja auf dem Dach irgendwo abgestützt, unter auf der Anhängerkupplung, dass das halt alles von der Gewichtsverteilung her passt. So. Cool, also nächste große Thema Marketing. Mit welchen Marketingmaßnahmen hast du denn angefangen? Gar keine. Also ich hatte auch bis vor kurzem noch echt eine schlechte Website, die man bei Google gar nicht gefunden hat. Das ist vielleicht so das allerschlechteste Beispiel, das du dir jetzt rausgesucht hast. nee, also keine Ahnung, ich mache halt Instagram irgendwie ein bisschen so. Also ab und zu halt mal Bilder posten auf Facebook. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so das spricht sich halt einfach rum. Also ich habe noch nie einen Job bekommen über die Website. Ich habe noch nie einen Job bekommen über Instagram, also zumindest nicht direkt einfach. Ne? Mhm. Ich glaube, das spielt immer schon damit zusammen, dass sich die Leute das halt anschauen und das Gesamtbild muss halt stimmen, so von Website, Instagram und Facebook. Aber es ist jetzt nichts, wo jetzt irgendwie dann eine E-Mail reinkam, so ja, wir haben ihre Website gefunden und jetzt wollen wir einen Imagefilm oder so. Sehr cool. Also du hast das ja alles dir selber beigebracht, dieses Thema Verkaufen lernen, oder? Mit Kundengespräche und wie komme ich an Aufträge, oder? Wie hast du dir das beigebracht oder warst du da auf dem Seminar? Nee. Ich kann damit auch nicht so viel anfangen mit so Seminaren und so. Ich glaube, da bin ich auch der Falsche für. Ich habe nie so Seminare oder Webinare oder... ich finde, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, aber es kommt ja jetzt auch irgendwie immer mehr so hoch, dass man solche...
Entrepreneur oder wie nennen sie, also irgendwie so halt. Ja, das ist Unternehmer auf schlau, ja, ja. Ja, ja, genau. Und da kommen halt ganz viele aus dem Boden gesprießt so gerade und ich krieg das halt auch immer wieder so E-Mails, ja, und wir brauchen dich in unserem Team und keine Ahnung was. Boah, Leute, echt, also das ist irgendwie, ist gar nicht meine Art. Genau. Cool, wir sind eigentlich am Ende. Marketing haben wir soweit durch. Schnellfragerunde wäre jetzt noch dran. Das sind ein Buzzer, wo ich draufhauen muss, oder? Nein. So modern bin ich noch nicht, Mann. Noch nicht, verdammt. Du sollst einfach gerne folgende Sätze einfach ergänzen. Bist du bereit? Ich habe keine Ahnung, probieren wir es aus. Okay. Also, ich weiß nicht. Einfach spontan antworten, dann ist alles cool. Ja. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Flexibilität, Effizienz und gute Laune. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Sie wird schnell hochfahren. darf ich drei Sachen sagen? Oder darf ich so lange wie du willst. Wenn sie schweben könnte, dann hätte ich nicht so viel zu tragen. Also dann müsste ich nicht immer, also wenn der Ronin zum Beispiel oder so, wenn der irgendwie so quasi in der Luft schweben würde, das wäre Hammer. Dann hätte es einer von uns nicht immer im Rücken. Dein Lieblingszitat ist? Genau. Wer aufhört zu werben, um so Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford hat es damals wohl gesagt. Das ist sehr geil, ja? Das habe ich noch nicht gehört. Ja. Ich kann es mir nur leider nicht merken. Also ich kann mir viel merken, aber das bringe ich immer durcheinander. Deswegen habe ich es abgelesen. Aber das Geile ist ja, du kennst zwar dieses Zitat, aber Werbung aktiv machst du ja auch nicht, oder? Ja, ja, es ist eigentlich ein Trugschluss, ne? Es ist eigentlich ein Trugschluss, ja. Aber ich sag halt, also ich spreche da halt immer für die Kunden quasi, ne? Also, ach so, so, okay. In 5 Jahren werden Videos interaktiver. Gut, wir sind am Ende. Wie kann man dich erreichen, deine Webseite? Kannst du die nochmal sagen? Ja, genau, unter www.cinegrapher.de, also so wie Cinematographer, nur ohne das Talkographer, sondern fair einfach, cinegrapher.de. Oder Instagram, Cinegrapher Film Productions oder auf Facebook, Cinegrapher Film Produktion, wie auch immer. Da erreicht ihr uns. Genau, ansonsten ruft einfach an. Ich kann jetzt auch noch meine Handynummer sagen, aber die findet man auch im Internet. Genau, schreibt eine E-Mail, kommt auf einen Kaffee vorbei oder ein Bierchen. Ruf geht alles. Mich an, ja, genau. Ja, ruf mich an, hier unten steht die Nummer. Ja. Ja, cool, Max. Hat echt mega viel Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, voll gut, wenn wir das mal hinkriegen mit, wenn Corona vorbei ist, dass ich dich mal besuche und dann würde ich dir gerne mal so einen Tag, wenn du einen coolen Dreh hast, über die Schulter schauen, dann machen wir vielleicht nochmal so ein Live-Interview. Dann würde ich gerne so eine kleine Doku von dir machen, wenn du Bock hast, weil ich finde das super mega interessant und ich finde das, also Respekt, dass du mit 23 dich selbstständig gemacht hast, die Firma so gut läuft und du kaum Marketing machst, also wirklich sehr, sehr Respekt. Ich finde es mega cool, ja. Ja, cool. Ey, vielen Dank dir auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet so oder wie ich das Ganze angehe. War auch vorher so ein bisschen nervös und dachte so, ey, hoffentlich erzähle ich da jetzt keinen Mist oder ich hoffe, ich habe das auch jetzt nicht oder ich habe irgendwie, ja. Ja, ich glaube, ich habe das einfach irgendwie cool rübergebracht. Der Mist wird immer rausgeschnitten, ja. Das ist ja. Nein. Ja, cool. Nee. Genau. Nee, und ansonsten, ey, vielen lieben Dank für alles, ne, für deine Zeit und so, dass du da angefragt hast. Ja, ich danke dir. Echt mega cool. Also, sehr, sehr gerne wieder. Und hoffentlich auch bald live. Wenn es schön im Sommer ist und Corona vorbei ist, dann können wir das gerne mal live machen. Ja. Bin ich echt dann mal gespannt. Kommst du hier auf ein schönes Kaltgetränk oder einen schönen Kaffee oder sowas vorbei. Genau. Herzlich eingeladen auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Max. Und dann an euch, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Und ihr könnt euch, einige von euch, könnt euch eine Scheibe abschneiden von Max, wie man das macht, wie man das umsetzt. Und zwar hat er sich, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, extrem fokussiert auf das Machen und auf das Ergebnis und auch, dass der Kunde am Ende Endeffekt sagt, das ist geil und selber Werbung macht mit eurem Film und mit eurem Video, besser geht's gar nicht. Und genauso muss das sein. Mach nicht rechts, links alles Mögliche drumherum, sondern sei fokussiert und dann klappt das auch. Vielen Dank und dann bis dann. Ja, mach's gut. Ciao.